Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Nach etlichen Strapazen hat sich unser Vierertrupp, bestehend aus Professor Heisen, der bezaubernden Eleonore, Leutnant von Mackwitz und der Kreatur, des Dr. F., auf dem Weg ins All gemacht. Wir sind endlich auf dem Mars angekommen, nachdem Mackwitz zwischendurch noch die Freude des Lesens kennengelernt hat und gelernt hat, Tränke zu brauen. Ja, Mackwitz macht sich auf jeden Fall. Doch irgendwie ist der Mars ein bisschen anders, als ich mir den vorgestellt habe. Der Mars scheint irgendwie Heisens Traumwelt zu sein, oder... Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber das hier kann nicht real sein. Richtig? Ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass wir in der Oper waren, ne? Ich meine, wir waren doch auf dem Weg ins All. Ja, ist das alles schon vorbei? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben unsere bezaubernde Familie kennengelernt, also die von Heisen natürlich. Und jetzt müssen wir Rätsel lösen. Warum auch immer, wir sind in einem Rätselhaus. Nein, das weckt schlechte Erinnerungen, aber wir spielen ja die Reise ins All und deswegen kann es ja eigentlich nur gut werden. Ich bin mir jetzt nicht so wirklich sicher, was ich machen soll, deswegen interagiere ich einfach mal mit allem, denn es, ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich hier schon mit einem interagiert habe, aber vielleicht auch nicht. Was ist das? Ein Paket mit Briefen? Soll da etwa ein heimlicher Verehrer? Land, nur Land und ringsum Land. Dazwischen fließen Weltenmeere. Zwei, auch als einer wohlbekannt. Die Anzahl, ich was von dir begehre. Land? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Sind wir sicher, dass wir es auf einfach gemacht haben? Ach, scheiße. Land, nur Land und ringsum Land. Dazwischen fließen Weltenmeere. Ich klicke einfach mal kurz weiter. Ein Verehrer wird wohl kaum solche Zeilen verfassen. Es ist eher... Ja, was eigentlich? Möchten Sie einen Hinweis, Herr Professor? Aber nein, ich bin ein Genie. Ja, bitte. Wenn dazwischen sogar Weltenmeere fließen, muss das fragliche Stück Land ja enorm sein. Wie heißt sowas denn und vor allem, wie viel gibt es eigentlich davon? Kontinente? Würde ich jetzt sagen. Hab zum Glück Zettel und Papier parat, zufälligerweise, weil... Zettel und Papier, ja, Zettel und Stift meine ich natürlich. Weil die zum Glück gerade hier rumliegen. Es sieht irgendwie ganz schön widerlich aus, dieses Stückchen Papier, das ich hier in den Händen halte. Das müsste ich euch eigentlich zeigen. Ach, ich muss mir auf jeden Fall mal noch eine Cam kaufen. Das sieht aber auch nur deswegen so extrem widerlich aus, weil die Geschichte ist eigentlich reichlich dämlich. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, dass mein Rucksack so komisch stinkt. Und ich dachte einfach nur, ich hätte da Orangensaft drin ausgeschüttet und ich hätte das damals einfach nicht ordentlich gesäubert. Naja, auf jeden Fall war ich dann mal für ein Wochenende unterwegs und die ganze Zeit mit diesem stinkenden, widerlichen Rucksack. Alles, was ich reingelegt habe, ist danach so ganz komisch, eklig, triefig geworden. Naja, ich habe dann einfach ein paar Tücher reingelegt. Naja, es hat nicht wirklich viel geholfen, dieser Zettel ist aus dem Rucksack. Und in Wahrheit war es einfach nur so, dass... Nun ja, ich einen Apfel in einem Seitenfach drin hatte und ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Monate ich diesen Apfel bei mir getragen habe. Oder zumindest Wochen. Ich hatte den Apfel mindestens, ich würde sagen, 4 bis 8 Wochen bei mir. Der war auch ziemlich widerlich, als ich den da rausgeholt habe. Aber solange er nicht mumifiziert ist, geht das noch. Ich habe auch schon mal einen mumifizierten Apfel bei mir unterm Sofa gefunden. Naja, was soll's. Also, wir schreiben uns jetzt einfach mal hier das Wort Kontinent auf. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Falls ich in dem Part zu sehr rumpeile oder so, dann, ihr wisst ja, schreibt einfach was in die Kommentare. Ich hoffe einfach mal, ich bekomme das hin. Ja. Okay, das war es scheinbar. Okay. Nein, einen Hinweis brauchen wir nicht. Ich meine, wo wird uns das hinführen? Ich habe keine Ahnung. Im Schaukasten sind einige der Mitbringsel zur Schau gestellt, die Heisen von seinen Reisen mitbrachte. Was zum... Schrumpfköpfchen, Speere, Vasen, kantierte Äpfel. Diese Dinge eben. Ich glaube, damit haben wir schon mal interagiert. Das soll ein Jugendfoto von mir sein? Da hat der Fotograf aber sehr geschmeichelt. Oder war ich früher wirklich einmal 1,85 Meter? Ja, das glaube ich nicht. Nein, so extrem krass kann man nicht schrumpfen. Ja, okay, hier sind die Porzellanhunde. Wir haben jetzt auf jeden Fall irgendwie einen Hinweis auf irgendetwas bekommen, aber...
Hier haben wir uns geeinigt. Oben stehen meine Bücher, unten der Nippes meiner Frau. Okay, kein Rätsel. Der Kamin vielleicht. Seltsam. Die Flammen züngeln immer und immer wieder in demselben Muster nach oben. Ja gut, das Heisen weiß es leider nicht, aber er befindet sich in einem Videospiel. Und gütiger, diese Stimme. Aber mit diesen Scherben ist auch etwas mehr zu brauchen als lediglich eine wertvolle Vase. Nämlich mein vorbehaltloses Vertrauen in die Richtigkeit all dessen hier. Ja, davor war es eine wunderschöne, zuckersüße Illusion. Die Uhren laufen nach wie vor synchron. Man könnte dieses Wetter fast schon für zu perfekt halten. Ach, was rede ich da? Ich muss auch einmal nur genießen können. Ach, Heisen, du kannst einfach nicht abschalten. Weltreisen und schnelle Eindrücke. Katalog der Ballonwochen. Unter dem Meer, Poesie eines Fisches. Okay, vielleicht gibt es irgendwie ein Rätsel pro Raum. Bedeutet das dann, dass es hier auch eins gibt? Nur eine Schmucktruhe. Das scheint nicht so. Schauen wir mal hier rein. Grundgütiger, der Gemüseschrank! Ihre Frau sagt, ich soll darauf achten, dass Sie nicht ständig einen Bogen um die Vitamine machen, Herr Professor. Ja, ja, gutes Kind. Gleich nächste Woche fange ich damit an. Aber erst nächste Woche. Was ist denn da? Zwei heißen so wie einer, sie tragen Pflanze und Tier. Stets rund, mal groß, mal kleiner. Wie viel davon sind hier? Tragen Pflanz und hier steht's rund, mal groß, mal kleiner. Ich meine, in dem Regal dort sind Äpfel oder sowas. Würde ich jetzt. Na, wobei Äpfel sind ja eigentlich nicht weiß. Sollen das Eier sein? Vermutlich schon. Steht's rund, mal, sie tragen Pflanz und hier. Ja, weil. Weil Eier ja sozusagen bepflanzt sind, in dem Sinne, und Tiere werden, wenn sie ausschlüpfen. Wir lassen uns einfach mal einen Hinweis geben. Gucken Sie sich einmal in der Küche nach runden Dingern um, die in der Einzahl genauso heißen wie in der Mehrzahl. Aber gucken Sie gründlich. In der Mehrzahl genauso wie in der Einzahl. Käse? Das könnte auch durchaus sein. Ich meine, Käse heißt eine Einzahl Käse, der Käse, die Käse. Die Käsen? Die Käses? Ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Okay, jetzt troll ich mich hier gerade irgendwie selbst, glaube ich. Okay, wir gucken es uns mal nochmal an. Zwei heißen so wie einer. Ah ja, stimmt. Den Hinweis habe ich so gar nicht wahrgenommen. Sie tragen Pflanze und Tier, stets rund, mal groß, mal kleiner. Wie viele davon sind hier? Groß, mal. Habe ich den Hinweis? Ja. Okay, wir interagieren einfach mal mit allem. Sonst hänge ich ja einfach nur gerade fest. Das möchte ich ja auch nicht. Das ist Käse. Waldmeistersirup. Konfitüre. Nein. So Schinkenpökelfleisch. Ich schreibe mir einfach mal Käse auf, weil ich denke, Käse wird in der einen und der Mehrzahl Käse heißen. Der Käse und die Käse. Käseschnitten. Denke schon. Abgeschlossen? Herr Professor, mögen sich zu erinnern geruhen, dass die gnädige Frau den Schlüssel zur Speisekammer vor Ihnen versteckt hat. Ach, das war die Speisekammer, genau. Das Kinderzimmer. Mal gucken, was hier für Rätsel auf uns warten. Nanu, eine Notiz? Unten wuchtig, oben luftig. Doch zähle eifrig, so die Bitte, wie viel sitzen in der Mitte? Was? Unten wuchtig, oben luftig. Unten wuchtig, oben luftig? Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen. Gott, bin ich doof. Oh Mann, ey. Nehmen wir mal erstmal einen Hinweis.
Was ist hier auf dem Boden ordentlich groß? Davon gibt es auch noch mehr weiter oben. Und dazwischen sitzen wie viele der gleichen Art, oben und unten? Teddys. Ich lese mit dem... Oder Puppen. Diese Stimme ist ja famos. Damit wird doch die größte Rätselei zum Kinderspiel. Ah ja, alles klar, das ist dann sozusagen der Easy Mode. Also heißt das, wenn man ohne, wenn man auch schwer spielt oder auch normal sozusagen, bekommt man gar keine Hinweise. Unten wuchtig, oben luftig. Die Frage ist jetzt, meint er damit jetzt Plüschbären oder Plüschtiere? Unten wuchtig, oben luftig. Es ist auf dem Boden ordentlich groß. Und davon gibt es auch noch mehr weiter oben, okay. Also er meint direkt die Bären. Ist das hier auch ein Bär oder ist das einfach nur eine Schleife? Ja, okay. Es ist also einfach nur ein Bär, zwei Bären, drei Bären, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich schreibe mir einfach mal acht Bären auf. Und dann gibt es da noch eine Puppe. Ich schreibe einfach mal noch auf, dass es noch eine Puppe gibt. Dann habe ich notfalls nämlich die Zahl 9. Okay, wohin soll das alles führen? Vor diesem Schrank hat die Geldbörse Angst. Er duldet nur den jeweils letzten Schrei in seinem Innern. Okay, gut. Ich denke, damit hatten wir schon unser Vergnügen im letzten Part. Hier muss es. Hier gab es doch irgendwo noch den Tresor, oder? Dafür, dass es mein Schrank ist, liegt hier nur wenig Privates. War hier nicht ein Nachtschränkchen? Egal. Eigenartig. Die Kleider scheinen in einer bestimmten Ordnung aufgehängt worden zu sein. Ein rotes, zwei gelbe, ein blaues, drei grüne und zwei rosafarbene. Wie viele Farben sind das jetzt? Ich schreibe mir mal alles auf. So, einmal rot. Ich hätte nicht gedacht, dass der Fall so wird, aber na gut. Zweimal gelb. Einmal blau. Die Rätsel haben es echt ganz schön in sich. Ich bin froh, dass ich die Hinweise genommen habe, auch wenn ich trotzdem das Gefühl habe, jetzt hätte ich keine Ahnung. Dreimal grün. Zweimal rosa. So, das sind fünf Farben. Schreiben wir uns mal auf. Und haben keine Ahnung, was wir damit machen können. Möchten Sie einen Hinweis, Herr Professor? Ja, na, vorsichtshalber schon, ne? Genau lesen. Es sind nicht die Anzahl der Kleider, sondern die der... die der Farben. Okay. Also so wirklich schlau bin ich bisher auf jeden Fall noch nicht geworden. Ist ja nicht die Anzahl der Kleider, sondern die der... Lassen wir uns das nochmal kurz durch. Ich gebe dir nur Farben. Aber... Er meint ja auch schon, wie viele sind das? Na gut, okay. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Was zu schön, um wahr zu sein. Das ist auf jeden Fall kein Rätsel. Ein Fläschchen irgendeines Inhaltes. Quasanische, ja okay, das hat sich auch nicht geändert. Die erste ist fein, die zweite klein, die dritte matt, die vierte satt. Verstehe ich nicht. Ein Kinderreim? Aber es ist unverkennbar meine Handschrift. Möchten Sie einen Hinweis? Ja, bitte. Hier sind die Ziffernpositionen für einen vierschlägigen Code verschlüsselt. Überlegen Sie, Professor, wo haben Sie denn welchen Hinweis gefunden? Okay, ich habe es mir schon gedacht, dass es irgendwas mit dem Code selbst zu tun hat, aber... Also wir haben jetzt vier Hinweise. Den mit dem Kontinent, mit dem Käse, mit dem Bären... Und dann noch irgendwas mit Kleidern und Farben. Ich lese mir nochmal... Jetzt habe ich natürlich zu schnell durchgeklickt. So, die erste ist fein, die zweite klein, die dritte matt, die vierte satt. Wow. Ich bin wirklich völlig überfragt. Also, gut. Die erste Frage ist die Anzahl der Kontinente. Also, das wird jetzt schon mal extrem schwierig. Wie viele gibt es denn da? Sieben? Das ist gerade gar nicht. Also, wir überlegen einfach mal gerade on screen. Das ist nämlich jetzt gerade ein Test in der Schule. Oh Gott. Da war ich zum Glück schon lange nicht mehr.
Aber irgendwann muss man wieder hin. Zum Glück nicht, um Geografie zu studieren. Also, nochmal. Wir haben natürlich Europa, den besten Kontinent aller Zeiten, weil da leben wir ja. So, dann haben wir noch Nord- und Südamerika. Und dann haben wir logischerweise, weil ich jetzt aufschreibe, bin ich jetzt gerade ein bisschen langsamer. Dann haben wir logischerweise noch Afrika. Und dann haben wir logischerweise noch Asien. Genau. Und Australien natürlich. So, und dann haben wir noch die Arktis. Ist die Arktis ein Kontinent? Ich schreibe einfach mal die Arktis auf. Ich habe gerade keine Ahnung, ob die Arktis ein Kontinent ist, aber ich schwören könnte, dass es irgend so ein Eiskontinent gibt. So, dann haben wir jetzt Europa, Nordamerika, Südafrika, Südamerika, Afrika, Asien, Australien und die Arktis. Könnte das sein? Das sind 2, 4, 6, 7. Ja, das würde sich mit dem, was ich zuerst im Sinn hatte, ja, keine Ahnung. Schreiben einfach mal 7 auf. Schreiben einfach mal 7 auf. Ich sag das halt nur, dass ich nicht irgendwie den Käse zählen müssen, aber da war doch mal ein Stück Käse. War doch mal ein Stück Käse, da war doch mal ein Käse, oder? Ich denke, dass da nur ein Käse war. So, dann haben wir 8 Beeren und dann haben wir 5 Farben. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es einfach mal probieren. Und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, in welcher Reihenfolge ich es einstellen muss. So, denn wir sind ja ein Genie. Nein, sind wir eigentlich nicht. Also Heisen mag ein Genie sein, aber ich bin es leider nicht. Ich stelle mich bei solchen Rätseln immer ein bisschen doof an. So, also wir probieren einfach mal 7, 1, 8, 5. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Dann probieren wir einfach mal so. Was habe ich jetzt probiert? Ich muss hier irgendwas. Ich muss hier irgendwie logisch vorgehen. Ich probiere einfach mal 1, 5, 7, 8. Wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir mal. Ne, probieren wir mal 8, 7, 5 und die 1. Das hat auch nicht funktioniert. Möglicherweise bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer. 5, 1, 7, 8. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das korrekt ist. Ich bin eigentlich auch kurz davor, einen Cut zu machen und irgendwie Hilfe. Naja, wahrscheinlich wird das sowieso der Freitagspart. Ist natürlich schade, ich hätte eigentlich ganz gerne noch einen Part aufgenommen. Ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Also, ich versuche jetzt nochmal logisch ranzugehen. Ich werde an dieser Stelle doch nicht aufgeben. Auch wenn ich natürlich wirklich zugeben muss, dass ich halt so ein kleiner Wichser bin, der halt nichts lieber tut, als eine Komplettlösung zu gucken, wenn es nicht weitergeht. Ich würde nicht sagen, dass ich gerade frustriert bin, so ungefähr, aber ich möchte natürlich schon einfach weiterkommen. Ich mag Fortschritt in dem Spiel. Es tut mir leid, also ich finde es einfach cool, wenn es im Spiel eben weitergeht und ja, das war eigentlich auch immer so mein großes Problem. Stellt euch mal vor, Leute, ich habe Monkey Island gespielt, mit Komplettlösung natürlich. Ich meine, ich habe es auch ohne probiert, aber das war einfach alles viel zu hoch für mich und ich wollte einfach das Spiel spielen, so ungefähr. Ich weiß, für viele Leute ist das Betrügen und vielleicht ist es das auch, aber ja, keine Ahnung, so spiele ich halt manchmal meine Spiele. Aber bei die Reise ins All, zumindest in diesem Part, wollen wir es jetzt einfach mal offen und ehrlich probieren. So, die erste ist fein, die zweite klein, die dritte matt und die vierte satt. Ich verstehe das nicht so wirklich. Und der Hinweis bringt mich auch einfach nicht weiter. Hier sind die Ziffernpositionen für einen vierstelligen Code. Wo haben Sie denn welchen Hinweis gefunden? Das ist die Reihenfolge der Räume jetzt irgendwie relevant? Welcher Raum ist denn der erste Raum? Ich finde klar, dass das Rätsel sagt es mir irgendwie. Die erste ist fein. Also heißt das, die erste ist auch die erste. Okay. Die zweite ist klein. Ja, keine Allreise ohne Cut. Das war jetzt, keine Sorge, ich habe jetzt offscreen nicht nachgeschaut. Ich hätte es vielleicht tun sollen. Also nochmal. Die erste ist fein, also wird die erste wahrscheinlich passen. Und die zweite klein. Was einfach bedeutet, dass es eine kleine Zahl ist. Die dritte matt. Das verstehe ich nicht. Die vierte satt. Eine 8 sieht ziemlich satt aus. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass 7 die erste ist und 8 die letzte. Falls 7 überhaupt richtig ist. Und weiß es gerade gar nicht so genau. Und
Die zweite klein. 7158. Das habe ich ja schon in der Reihenfolge probiert. 7518. Ich kann es einfach nur probieren. Also immer unter der Voraussetzung, dass ich das, was ich mir gerade zusammenreime, überhaupt korrekt ist. Okay, ich bekomme es nicht hin. Wir schauen nochmal kurz in alle Räume rein. Das Problem ist ja, an der einen Seite könnte es eben auch, aber satt und 8 passt irgendwie. So, und es gibt hier eigentlich nur einen Käse in dem Raum, oder? Teller, Tassen, ich weiß es nicht. Okay, Leute, ich muss zugeben, ich bin trotz der ganzen Hinweise immer noch ein bisschen überfragt und ich werde jetzt einfach mal nicht nachschauen. Ich werde den Part einfach morgen ganz normal ausstrahlen. Ich werde jetzt sowieso noch mal ein bisschen was mit Steve aufnehmen. Und dann nehme ich sowieso erst am Wochenende wieder auf, dann passt das einfach mal, dann ist bis dahin jetzt erstmal ein bisschen Luft für mich. Ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Vor Montag wird sowieso kein neuer Part kommen, deswegen, und ja, nee, okay. War auf jeden Fall mal ein etwas anderer Part. Ich hoffe, ich habe euch dennoch unterhalten können und es hat euch dennoch Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich würde mich nicht nur über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen, sondern natürlich über Hilfe. Ob ich überhaupt auf der richtigen Spur bin, lag ich bei irgendwas daneben, gibt es mehr als 7 Kontinente? Ist die Arktis überhaupt ein Kontinent? Ich weiß es gerade echt nicht. Da klafft wohl so eine kleine Bildungslücke bei mir. War Käse das Gesuchte und wie viele Käse gibt es? Gibt es eine Mehrzahl von Käse und lautet sie auch Käse? Ich denke schon. Und ja, habe ich mich bei den Bären verzählt oder so? Ich weiß es nicht. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Mithilfe freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Kapitel von Die Reise ins All wieder, wenn wir ergründen werden, was zum Teufel hier eigentlich vor sich geht. Bis dahin.